herzlich willkommen im Whisky Club mit Thomas Thiemann. Und mit Rainer Weckwert. Und seht ihr uns überhaupt hinter dieser riesigen Verpackung? Kann man uns noch wahrnehmen? Hallo? Aber da steht etwas Besonderes. Und wir schicken diesen Glengoyne, 21 Jahre alt, ins Rennen gegen den 15 Jahre Single Barrel Sherry. Und ihr habt unsere Wertung wahrscheinlich schon wahrgenommen und vielleicht habt ihr uns auch schon eure Kommentare geschickt. Jetzt geht es um die Wahrheit. Dieser Whisky kostet genauso viel wie der Single Barrel und liegt so um die 90 Euro. Hat im Gegensatz zum Single Barrel jetzt 43%. Der Single Barrel hatte 47,8%. Ja. Wir hatten auch den Triple Cask getestet. Der hat mit nur 40% dahergekommen. Den lassen wir mal ganz raus. Pfui. Lassen wir ganz raus. Nein, hier haben wir jetzt zwei Whiskys gegeneinander, die beide zu 100% in Sherryfässern ausgebaut worden sind. Der Balvenie 15 Jahre lang, dieser hier, Glengoyne, 21 Jahre. Und ich muss gestehen, ich freue mich sehr auf diesen Whisky. Einmal, weil wir diese Destillerie bisher überhaupt noch nicht erwähnt hatten. Das ist unser erster Glengoyne. Und zweitens steigen wir gleich mit dem Flaggschiff ein. Das ist wirklich den Top-Whisky der Destillerie. Erzähl mal was, Thomas, du bist doch der Mann, der immer alles weiß über die Destillerie. Wann gegründet? 1833, ja genau, ich gucke mir mal gerade. 1833 gegründet, eine Highland-Destillerie, aber wenn ihr glaubt, die würde jetzt hier oben irgendwo liegen, nein, sie liegt ganz, ganz im Süden, und zwar da unten. Fast schon an der Grenze zu den Lowlands. So ein bisschen, bisschen nördlich von Glasgow ist diese Destillerie zu finden. Und ja, von uns sträflich vernachlässigt, aber das holen wir jetzt nach. Ja, aber Glengoyne ist jetzt nun nicht gerade eine Destillerie, die einem ständig im Bewusstsein ist wie Highland Park oder Balvenie. Das muss man sich mal geben. Ach so. Diese Verpackung hier. Ne? Also, ich habe das so ganz würdelos gemacht. Ja, nee, das ist schon okay. Wir tun mal die Flagge hier ein bisschen weg, damit wir Platz haben. Na, das ich wollte den Whisky rausholen. Das ist. Du willst gleich ans Eingemachte. Das ist auch gut so, das ist ja richtig so. Stabiler Karton, ne? Die Flasche edel hier drin aufbewahrt. Hier oben mit so einem kleinen Riegel, den man rausziehen kann. Mit Magnetverschluss. Was Magnet? Ja, da ist ein kleiner Magnet drin. Und dann kann man diese Flasche rausnehmen. Und jetzt wird es aber spannend. Was denn für eine Farbe? Also ein wahnsinniger Geschenkpräsenter, der im Preis mit drin ist. Ganz schön fest, ganz schön stabil. Ja. Hier steht dann, stehen so lustige Sachen drauf wie All in good time, patience und bla bla bla. Und hier Glengoyne. Unhurried since 1833, also ohne Eile, ganz gemächlich. Ja, also die legen viel Wert auf Tradition, Thomas, und Gemächlichkeit. Ich glaube, was du sagen willst, ist, wir trinken jetzt einen entschleunigten Whisky. Einen vollkommen entschleunigten Whisky. Und ja, dieser entschleunigte Whisky, mit dem komme ich kurz nach vorne, ja, weil ihr müsst diese Farbe sehen, Leute. Die Farbe ist so. Die Farbe ist der Hammer und die Flasche vor allem. Guck dir mal diese Prägung vorne an. Das ganze Glas super, ist super, super, super. Die Farbe ist naturbelassen, da ist kein Quäntchen Zuckerkulör dran. Das ist die Originalfarbe, wie sie aus dem Fass gekommen ist. Und sieht aus wie ein Rye Whisky. Ja, du bist das. Das ist die Farbe eines Rye Whiskys. Hier vorne sind so zwei Gänse drauf. Das ist irgendwie das Wappen. Ich weiß gar nicht, ob man das so im Licht so ein bisschen erkennen kann. Also wunderschön gemacht. Diese ganze Flasche ist edelst aufgemacht. Ja. Tolle Präsentation. Schlank und doch kräftig. Und wahrscheinlich hätte ich gedacht, na, für 90 Euro kann das ja nichts sein. Wenn nicht unser lieber Freund und Kollege Ralphie Mitchell diesen Whisky neulich mal getestet hätte und über den grünen Klee gelobt hätte. Ralphie, manchmal weißt du wirklich, was gut ist. Ralphie ist auch so ein alter Spürhund. Ja, ja, guckt euch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist doch echt irre. 21 Jahre hatten wir erwähnt in Sherryfässern. Gereift, nicht gefärbt, aber mit 43% wahrscheinlich ein bisschen kühl gefiltert. Nehme ich mal an. Aber so einen Whisky würde man ohnehin nicht mit Wasser verdünnen. Alte Whiskys sollte man eigentlich niemals mit Wasser verdünnen. Was gibt es darüber noch zu sagen? Alte Whiskys kommen aber auch selten in der Stärke daher, dass du sie verdünnen musst. Die Glengoyne Destillerie, das können wir vielleicht noch erwähnen, gehört einem unabhängigen Abfüller, Ian MacLeod. Oder MacLeod? MacLeod? Das kann nur einem geben, der Highlander. Der Highlander kennt doch jemand von euch. Ian MacLeod, genau. Nein, halt. Der Whisky Club, es kann nur zwei geben. Es kann nur zwei geben, genau. Und Ian MacLeod, was macht der sonst noch? Der macht noch den Smokehead. Oh. Smokehead habe ich auch. Gänsehaut. Habe ich auch einen, und zwar den Smokehead 18 Jahre extra Black. Den werden wir auch noch testen. Wir werden den testen. Ja, der ist. Der ist schon lecker.
Wir werden den testen. Gibt es auch einiges drüber zu erzählen. Ah, okay. Aber der wird auch von Ian McLeod irgendwie produziert. Okay. Aber jetzt haben wir den. Warum den ich so Druck auf der Kehle? Der ist absolut ungeraucht, untorfig ungeraucht. Und, sagt man ungeraucht? Naja, nicht Torf riecht ja eigentlich nach nichts. Oder ja, riecht vielleicht ein bisschen säuerlich. Ja, aber nicht ungeraucht heißt es nicht. Ohne Rauch. Ohne Rauch. Ohne Torfrauch. Ne? Aber die Farbe ist doch, ganz ehrlich, die Farbe ist doch typisch Rye Whiskey. Ja. Und die Nase, die geht jetzt schon so in Richtung Glendronach, Glenfarclas. Also richtig so typisch Speyside eigentlich. Ne? Ich finde sie sehr malzig. Ja. Sehr malzig. Ich habe da wieder meine Lebkuchentöne. Genau, voll voluminös, Lebkuchenaromen drin. Dunkle Schokolade. Oh ja. Und die werden wir wahrscheinlich noch auf der Zunge zu spüren kriegen. Das glaube ich auch, ja. Da kommt dann das Fass noch durch. Also alles dunkle Früchte, dunkle Schokolade, aber dunkle Kekse. Witzigerweise spüre ich auch so ein bisschen frische Äpfel drin. Komischerweise. Also er riecht für einen 21-Jährigen, finde ich, erstaunlich frisch noch. Also er riecht nicht dumpf und muffelig oder so, sondern da kommt Power noch rüber. Schon ja, in der Nase. Ja, du hast nicht unrecht. Aber ich nehme es nur ganz zart wahr. Ja, im Augenblick ist für mich also diese Malzigkeit im Vordergrund, dieses Lebkuchenaroma. Komm, wir probieren. Ja. Wir müssen probieren. Also ich mache. Oh, ich habe einen neuen. Descartes hat doch gesagt, ich denke, also bin ich. Mhm. Ich habe einen neuen Spruch. Ich trinke, also bin ich. Das ist die wahre Philosophie. Genau. Darum geht's doch. Aber was hältst du von dem Whisky? Heidebimbam. Heidebimbam. Ist der nicht toll? Heidebimbam. Bervenie, wenn ihr wissen wollt, wie ein Sherry Whisky schmecken sollte, da steht er. Das ist wirklich. Aber ich finde, die Lebkuchennoten werden noch stärker. Mm. Und die Holzaromen. Die Holzaromen kommen jetzt. Röstaromen. Röstaromen ist sehr. Röstaromen. Herr Thiemann, Röstaromen gibt einen Punkt extra für Sie. Und ich merke trotzdem immer noch auch diesen Apfel da drin. Weiß auch nicht. Das ist ein wunderschön. Ich finde, der hat so einen wunderschönen, so eine Balance zwischen einer ein bisschen säuerlichen Note und einer ein bisschen süßlichen Note. Du hast Note. Frische Äpfel gesagt, gell? Ja, oder? Ja. Ich bin da eher, ich weiß, du hast einen Äpfel oder was hast du gesagt? So Boskop. So, Ja, damit könnte ich leben. Ja? Damit könnte ich leben. Also schon, ja, frische Äpfel, nicht grüne Äpfel. Frische, aber so mit einer ordentlichen Säure drin. Genau, ja, damit könnte ich leben. Da, Boskop. Ja, das könnte gehen. Boskop ist. Kennt man Boskop überhaupt außerhalb vom Schwabenland? Mhm. Ich glaube schon. Also ich habe die in Köln, habe ich die auch gekannt. Macht man nicht aus dem Ding einen Most? Boskop ist ideal für Apfelkuchen. Ach so. Zum Beispiel. Da kannst du Hefeteig, Boskop-Äpfel drauf. Der schmeckt nach Apfelkuchen. Ja, finde ich auch. Haha, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Apfelkuchen. Und wir sind so genial. Mmh. Eine Geschmacksbombe. Hammergeil. Ich finde, dagegen kann sogar der Balvenie 15 einpacken, obwohl der ja fast 4% mehr Alkohol hat. Der kann einen komplett einpacken. Den könnte ich mir gar nicht mit mehr Alkohol vorstellen. Da wäre der fast nicht mehr zu ertragen. Der ist super, wie er ist. Perfekt. Ein Hammerteil. Ein Hammerteil. Von einer völlig unterbewerteten und unterschätzten Destillerie, also meines Empfindens nach. Es gibt sagen ja so, immer unentdeckt. Ja, oder unentdeckt. Also es gibt ja so viele Hype-Destillerien und leider habe ich das Gefühl gehört, Balvenie mittlerweile auch dazu. Glengoyne ist jetzt für mich wirklich im Fokus. Da denke ich glaube, Glengoyne ist was für Spezialisten, für Kenner. Muss ich was also Leute, ihr da draußen, die ihr Whiskys mögt und liebt und die ihr schon alles Mögliche getrunken habt, das ist ein Tipp für euch. Der passt zu euch. Auch natürlich in dieser Präsentation, mit dieser Box, ein wunderbares Geschenk für wirklich einen geliebten Menschen oder für ein besonderes Jubiläum. Du meinst, ich soll meiner Frau schenken? Ja! Die kein Whisky trinkt. Genau. Die kein Whisky trinkt. Und dann trinkst du ja. Schatz, ich helfe dir mal. Ja, Schatz. Ich sag dir, wie er schmeckt. Super. Super. Aber großartig und vielschichtig. Ich muss uns mal loben. Dafür, dass wir schon 17 Whiskys heute getestet haben, sind wir noch relativ gut bei der Sache. Wie viel war das? Nein, wir testen immer noch. Unser erster. Wie immer. In dieser Woche. Ganz frisch ans Werk. Ja, genau. Boah, ich kann mich gar nicht satt riechen an dem. Ich könnte da immer nur meine Nase reinhalten und schnuppern. Es gibt ja so eine Faustformel. Ich könnte den schon auch trinken. Faustformel heißt, für jedes Jahr, dass er im Fass gereift ist, sollte man eine Minute erstmal ihm Luft zum Atmen geben. 21 Minuten soll ich jetzt warten, bis Sie das den Ding... Den sollten wir erstmal einschenken und 21 Minuten stehen lassen. Und dann... Und das willst du mit mir machen? Boah. Mit mir. Wenn ich kann nicht 21 Minuten lang diesen Whisky reden, dann zapper ich ja so ins Glas, dass er runterverdünnt wird auf 40%. Das geht im Leben nicht.
kennt ihr Whisky-Kenner. Wir verstehen uns. Ich gehöre nicht zu dieser Fraktion. Nein. Muss man auch nicht 21 Minuten, aber er riecht jetzt schon toll. Aber das ist einer, der kommt noch. Das ist einer, der, das wollte ich bloß damit andeuten, der entwickelt sich noch. Ja, ja, ja. Da ist nicht alles gleich sofort präsent, sondern diese Vielschicht. Und er hat trotzdem eine leichte Rye-Note, mein Freund. Da kannst du ja, das sagen. Das sind diese Gewürze. Ja, da kannst du mir sagen, was das sind. Das sind diese Weihnachtsgewürze. Ja, ja. Draußen regnet es und hier drin scheint die Sonne. Mann, Thomas, wir müssen warten. Mann, ist der gut. Da werde ich dir gleich sagen, dann gehe ich hoch ran. Ich auch. Kollege, oh, ich habe gerade nochmal einen Schluck getrunken. Genial, toll. Ganz toller Whisky. Ich wette, du bist keinen Punkt höher wie ich. 95. 96. Ah. Man kann es auch so umdrehen. Bleibt immer noch 96. 96. Ein genau. Hammer-Ding. Naja, Hammer, gell? Ja. Danke, Thomas, für diesen tollen Whisky. Danke, dass du mit probiert hast. Ich dachte nämlich schon irgendwie, ich brauche nochmal eine zweite Meinung. Ich war so begeistert beim ersten Mal, ich habe gedacht, ob das standhält, mal gucken. Rainer hat ja nochmal einen anderen Geschmack. Noch eine Frage, machen wir jetzt gleich das 18. Video für heute, oder? Ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Wenn ihr uns abonnieren wollt, hier könnt ihr es tun. Dann seid ihr immer up to date. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.